Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 808 Box von UFO361. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 808 von UFO, heute am 13. April erschienen. Wir holen das Ganze mal aus der Folie und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. So, 808 bzw. 808 lesen wir hier in roter Schrift auf schwarzem Hintergrund. Die Box generell in schwarz gehalten, matt allerdings hier vorne das Ganze so ein Hochglanzdruck. Und die 808 ist hier so verschwommen dargestellt und es scheint so, als würden wir hier durch so eine angelaufene Wasser vernetzte oder durch von Wasser beschlagene Scheibe durchschauen. Sehr interessante Optik auf jeden Fall. Hier unten haben wir noch einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass wir hier auch noch Filmmaterial, also eine DVD vorfinden werden. Das mit Sticker gelöst, kann man gut abmachen. So, ist von der Optik gleich schöner. Dann haben wir rundherum alles in schwarz gehalten. Wir haben hier auf der Seite noch so einen Sticker, der die Box zusammenhält. Oben haben wir die Credits, die Beteiligten des Albums und natürlich das neue Label Stay High. Und hier unten noch Barcode und weitere Credits. Gut, auch diesen Sticker werden wir mal entfernen. Dieses Siegel hier brechen. So, und dann öffnet sich die Box auch schon von selbst. Eine normale Klappbox. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir hier einen kleinen Sticker, die Tiffany Bonus EP, das Album 808, so eine Anstecknadel, die DVD und ein Poster. Von Ihnen die Box in schwarz gehalten. So. Wir starten natürlich wie immer mit dem Album. Allerdings holen wir nur kurz die beiden Sachen hier noch kurz aus der Verpackung. So, einmal das Shirt und diese Anstecknadel. Hoppala. So, der Name 808 bzw. 808 bezieht sich ja auf die 808 Drum Machine und die kennt ihr wahrscheinlich alle, auch wenn ihr sie so noch nicht gehört habt vom Titel her, aber wird sehr häufig verwendet, also sehr charakteristisch die 808 Snare oder 808 Drum, Drum sage ich schon, 808 Kick, sind sehr verbreitet, im deutschen Rap auch. Stay High präsentiert 808, UFO 361, das Ganze ein Pappschuber, bedeutet, ihr könnt das Album, auch wenn es bei mir gerade jetzt klemmt, jawohl, hier so rausziehen. Und dann kommt ein anderes Cover zum Vorschein. Und zwar haben wir hier UFO in schwarz-rotem Licht. Und er scheint irgendein seidiges, glänzendes Tuch um den Kopf zu tragen. 808 auf der Stirn zu lesen. Dieser Streifen an der Seite blank schwarz. Hier lesen wir auch wieder UFO. So rum, UFO 361 808. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben Features von Jesus und Raf Camora, Trettmann, Young Huren und Capital Bra. Barcode und Credits auch hier wieder. Dann schauen wir mal ins Album hinein. Als erstes mal ins Booklet. Aber kennen wir. Kommt mit uns. Ja, das sieht aus wie ein UFO, das gerade hier einen Menschen nach oben befördert. Nasse Straßen. Das dürfte vom Beverly Hills Videodreh sein. Blutiges Waschbecken. Sehr helles Blut. 808 in allen Variationen.
Aufnahmen der diversen Videodrehs. Dann natürlich die Frau Tiffany. Nasenbluten. Ja, Illuminaten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Stay High ist das Label. Auf der Rückseite haben wir wieder diese angeschlagene, diese beschlagene Scheibenoptik. Komm mit uns, lesen wir hier. Komm mit uns, Stay High. Gut, dann kommen wir zur Album-CD. Und diese ebenfalls in dieser Wassertropfen-Optik. So sieht das aus, in schwarz und grau gehalten, mit weißer Beschriftung. Rückseite auch wieder beschlagen. Dann haben wir die Bonus-EP, die Tiffany Bonus-EP, UFO 361. Dann haben wir hier überall diese kahlen Schädel und so eine Kette in Herzform. Auf der Seite lesen wir auch wieder UFO 361 und Tiffany. Und wir haben hier 5 Tracks. Ich glaube, diesen und diesen kennt man ja bereits. Also die wurden, glaube ich, schon als Video ausgekoppelt. Allerdings die 3 meines Wissens neu. Auch hier wieder das Booklet bzw. ein zweiseitiger Einleger. Danke an. Und dann haben wir hier noch Tiffany, ich liebe dich. Und die CD in pink und weiß gehalten. UFO 361 Tiffany. Auch hier wieder eine herzförmige Kette. Und ein greller, gelber Hintergrund. Dann haben wir einen Sticker, quadratisch und klein in schwarz, rot und weiß. Auch hier wieder das Label Stay High. Das ist für mich eine absolute Premiere in einer Deutschrap-Box. Also eine kleine Anstecknadel hat es meiner Meinung nach oder meines Wissens noch nie davor gegeben. In Gold, Schwarz und Rot und Weiß gehalten das Ganze. Also wir haben hier hinten so einen Verschluss. Also man kann das hier öffnen. Dann hat man hier die Nadelspitze und das kann man natürlich dann irgendwo festmachen. Das Ganze hier mit so einem Gummi beschichteten Verschluss. Und ja, je nachdem, am Anzug, an der Kleidung, wo auch immer man das befestigen möchte, kann man damit dann natürlich das Label repräsentieren. Dann haben wir ein Poster. Und zwar ist dieses im Hochformat. So sieht das aus. UFO 361 hier an einem Cadillac auf der Motorhaube. Halb sitzend, halb stehend. Sitzt hier auf dieser Cadillac-Motorhaube. Hinten lesen wir Drive-In. Sieht aus wie ein billiges Motel, also eventuell auch vom Videodreh von Beverly Hills. Und auch hier wieder diese Regentropfen-Optik, die zieht sich hier wirklich durch und durch. Das Ganze einseitig bedruckt. Dann haben wir eine DVD und zwar vermittelt uns diese DVD wohl live Atmosphäre, also so hinter den Kulissen, Konzert, Backstage etc. Wahrscheinlich auch irgendwie Making-of oder Videodrehs. Und wir haben hier UFO 361 schräg oder im Hochformat stehen und eben diverse Szenen abgebildet. UFO 361 Tour-DVD, FSK 16, daher auch der Sticker auf der Box. So sieht das aus. Ups. Das ist dann die DVD. Und von innen das Ganze glatt in schwarz gehalten. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch, wie so oft, ein Shirt. Dieses in schwarz und rot gehalten. Stay High lesen wir auch hier wieder. Und was besonders spannend ist, wir haben hier unten an der Seite eine Seriennummer. In dem Fall die 5223. Ich weiß jetzt nicht, was die Gesamtauflage war, aber ich schätze mal, wir bewegen uns so zwischen 5 und, ja, ich würde sagen maximal 10.000 Boxen. Irgendwo so in dem Bereich. Und
Zwei T-Shirts sind besonders, und zwar einmal das T-Shirt mit der Nummer 808 und mit der Nummer 361. Also falls ihr diese Shirts erwischen solltet, dann dürft ihr UFO auf der Tour besuchen. Und ja, ich schätze mal, ihr bekommt dann gratis Eintritt und ihr kommt dann auch Backstage rein und könnt dann irgendwie mit UFO abhängen. Also die Nummern 361 und 808 mit diesem Gewinn. Neckprint haben wir keinen. Hier haben wir nochmal das Logo innen eingedruckt allerdings. Stay High. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwie einen Zettel finden, der uns Aufschluss gibt über Material oder Herkunft dieses Shirts. Aber ich befürchte, nein, hier gibt es nichts. Und auch hier nichts weiter. Okay. Alles fühlt sich auf jeden Fall an wie 100% Baumwolle. Gilden eventuell. Und auf jeden Fall Größe L dürfte das sein. Wir sehen hier sogar noch einzelne Fasern, wo der Zettel ausgetrennt wurde. Kann man hier leicht erkennen, diese weißen Stofffasern. Gut, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das Label, das Logo des Labels auf der Brust. Stay High, in Rot und Weiß gehalten. Gefällt mir richtig gut, also Schwarz, Rot und Weiß, eine absolute Top-Kombination. Und unten haben wir dann natürlich noch die Nummerierung, in meinem Fall eben die 5223. Je nachdem, was für eine Box ihr erwischt, ist das dann bei euch dann auch vierstellig, 3, 2 oder vielleicht auch nur einstellig. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, wie gesagt, ich gehe davon aus, groß, Größe L. Dann haben wir hier diese Anstecknadel, Stay High, die Tour DVD, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, dieser Stay High Sticker quadratisch, die Bonus EP Tiffany und das Album an sich im Pappschuber. Das alles in dieser wunderbaren Box 808 bzw. 808 von UFO 361. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr UFO 361 unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.